Hallo zusammen, den heutigen Burger nenne ich Benediktinerburger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und wenn ich sage, Zeit, den Grill anzuschmeißen, dann meine ich das natürlich auch so. Wir beginnen mit unserem Gasgrill. Ich mache alle vier Brenner einmal voll auf und lass ihn einmal vorheizen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Zutaten. Wir brauchen Burger Patties. Das hier sind Wagyu Burger, aber ihr könnt jeden anderen Burger nehmen, den ihr wollt. Oder frisches Hackfleisch, selber wolfen, was auch immer. Dann brauchen wir ein Brötchen. In dem Fall habe ich hier so ein Brioche Brötchen. Das Burger Brötchen schneiden wir natürlich auf. Ich finde es immer wichtig, die Schnittflächen anzurösten. So sieht das Ganze aus. Können wir auch schon mal beiseite legen. Dann benötigen wir Sauce Hollandaise, allerdings wirklich nur eine geringe Menge. Deshalb greife ich hier auf ein Fertigprodukt zurück, was ich einfach nur in meiner gusseisernen Pfanne auf dem Grill erwärme. Wer Bock hat, kann natürlich selber eine Hollandaise aufschlagen. Für mich immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, in dem Fall nein. Dann brauchen wir Eier. In dem Fall mache ich es etwas einfacher und fülle das Ei in eine kleine Schüssel vor. Dann brauchen wir Wasser. Das bringen wir zum Sieden. Und in der Zwischenzeit, wo das passiert, grillen wir auf direkter Hitze unseren Burger an. Die Idee und die Zusammenstellung des heutigen Burgers leitet sich aus dem amerikanischen Gericht Ex Benedict ab, also Eier Benediktiner Art. Dabei handelt es sich, glaube ich, klassischerweise um einen Toast oder ein Brot mit Sauce Hollandaise und pochiertem Ei. Dann gibt es Varianten, wo noch Grünzeug mit drauf kommt, etc. Wenn ihr euch das mal in den Suchmaschinen anseht, werdet ihr feststellen, dass es viele Varianten davon gibt. Während jetzt das Burger Patty unten angrillt, rösten wir oben auf dem Warmhalterost schon mal unsere Brötchen vor und wärmen die etwas. Dann nehmen wir unser Burger Patty, ziehen das auf indirekte Hitze. Wir setzen auch die Burger-Brötchen-Hälften zur Seite und erwärmen noch kurz unsere Hollandaise. Jetzt kocht auch schon unser Wasser und das ist genau ein guter Moment, um Essig hinzuzugeben. Zum Pochieren des Eis nehme ich mir jetzt eine Suppenkelle und fülle das rohe Ei hinein. Dann halte ich die Suppenkelle erstmal für ein paar Sekunden in das heiße Wasser, sodass sich die Temperatur von Suppenkelle und Ei etwas erhöht, damit das Ganze nicht so direkt kalt wird. Dann fange ich an, leichte Kreisbewegungen zu machen und versuche, das Wasser so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Ich möchte am Ende, wenn ich das Ei dann gleich mit einem Schwung ausgieße, dafür sorgen, dass das Eiweiß sich um das Eigelb schmiegt und deshalb so ein bisschen diese kreisrunde Bewegung. Wenn ich das Ganze dann in einem Schwung ausgegossen habe, rühre ich auch erst nochmal ein paar Sekunden damit weiter. So, ihr werdet das jetzt sehen, jetzt schwappt so langsam so ein bisschen Wasser rein und dann einfach weiter rühren und dann hat man es geschafft, dass sich das Eiweiß halbwegs um das Eigelb herumschmiegt. Jetzt kann man das Ganze noch ein paar Minütchen bei niedriger Temperatur vor sich hin pochieren lassen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie dünnflüssig mögt ihr das Eigelb, wie flüssig soll es sein. Und von da aus geht es dann im Prinzip her nach der Faustformel, wie ihr auch harte Eier kocht. Wenn ihr das Ding jetzt 4 Minuten, 5 Minuten da drin lässt, bleibt am Ende eher eine wachsweiche Konsistenz über etc. Das kann man aber dann auch, wenn man das mit einem Schaumlöffel entnimmt, auch sehr gut erfüllen. Zur Not, wenn man das nicht so lange in dem Essigwasser liegen lassen möchte, kann man das Ganze auch nochmal wieder zurück in so eine Glasschüssel füllen und zum Beispiel auf dem Grill warm halten. Jetzt bauen wir unseren Burger zusammen. Wir haben hier unser vorgetoastetes Brötchen und fangen unten mit einem Esslöffel Sauce Hollandaise an. Oder vielleicht auch zwei. Dann brauchen wir etwas Grünzeug. In dem Fall habe ich mich für Rucola entschieden. Standardmäßig gibt es auf Benediktiner-Eiern oft Schnittlauch oder gehackte Petersilie. Also was Grünes finde ich an der Stelle gar nicht schlecht. Nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich. Rucola hat für mich immer so ein Nussaroma, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Dann unser Burger Patty. Wieder etwas Hollandaise. Dann Schwarzwälder Schinken. Man kann natürlich auch krossen oder ausgelassenen Bacon nehmen. Ich habe mich jetzt für den geräucherten Schinken entschieden. Dann das pochierte Ei.
und dann wieder etwas Hollandaise. Und fertig ist mein Benediktiner-Burger. Also ein Burger nach dem Vorbild von Eier-Benediktiner-Art. Sieht sehr gut aus und jetzt mache ich etwas, das macht man fast nur fürs Fernsehen oder für den Film. Ich drücke das Eigelb auf. Das ist ungefähr die Konsistenz, die ich mag. Ich stehe total drauf. Wer natürlich möchte, kann logischerweise das auch etwas länger kochen, dass das Ei etwas härter ist von der Konsistenz. Wie gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Benediktiner Burger, wer von euch pochiert Eier? Wie macht ihr das? Lasst es mich auf jeden Fall wissen unten in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Teilen, liken, kommentieren ist auf jeden Fall gern gesehen. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen und dann werde ich das Ganze natürlich auch wie immer probieren. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das super, wenn ihr das noch nachholen könntet. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Besucht auch unbedingt meine Fanpages, insbesondere Facebook, Instagram, TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.